Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 84. Und jetzt im Krater von Ungoro und jetzt questen wir auch los. Nicht wie in der letzten Folge, wo wir dann durch die Gegend reisten und reisten. Nein, jetzt hauen wir auf die Pauke. Flächenintus. Ich habe es noch nicht geschafft, mit Taschen zu machen. Wie gesagt, die Quest ist die Amy Quest. Funktioniert leider nicht. Aber ist ja egal. Also, wenn ich das angucke, finde ich, dieser Tigerlein macht ganz schön viel Schaden. Ja, bei den komischen Dingen muss man aufpassen. Könnte nämlich auch unter dem Wasser sein. Nur unter dem Moor. Sumpf, whatever. Ich glaube, mittlerweile kann man die Dinger auch kräutern. Also in Live-WoW. Ich meine, es macht ja Sinn, das sind ja quasi lebende Büsche. Wie viel bekommen wir denn pro? 1,8 habe ich gerade gelesen, oder? Also, warum geht das nicht? Nicht genug Mana. Okay. Okay. So sieht's aus. 1,7, ja, dann kommt das hier mit den 1,8. Gibt nichts zu bannen. Tun wir das da unten hin. Zu den Anti-Bann-Sachen. Dann passt das schon. Was ich wohl vermisse, sind die richtig großen Taschen. Die 30er Taschen. Oh, das war schön so. Aber naja. Temporeiter. Temporeiter. Das alle, die Erde kriegen wir schnell zusammen, das ist nicht das Problem. Die Erde droppt eigentlich jeder. Nur mal wieder. Ich glaube, das sind ja, alles mögliche ein Blümchen zusammen. Bin ja ganz froh, dass die Range noch passt immer, wenn die dann zu uns laufen. Hier kann man ja nicht direkt vor dem Gegner stehen und mit seinem Ellenbogen Ellenbogen mit seinem Bogen schießen. Nachher haben wir so viel von den Erde von Goro, das ist hier, ich hatte, oder?
Nee, ich hab's nachher verkauft. Man kommt fast von allen. Kommt in diese Erde. Die Machtkristalle müssen wir eigentlich auch sammeln. Ach, ich habe die Quest in der Höhle nicht angenommen. Okay. Kann man nachher, wenn wir die eine oder andere Quest zurückbringen, holen wir uns die Quest noch. Superkleber. Ich weiß gar nicht, bringt das was, wenn ich meine Waffen schleife oder so? Eigentlich nicht, oder? Weil ich kämpfe nicht mit den Waffen. Weil es gibt ja auch hier so Crit-Erhöhen oder so. Weiß es nicht. Ich finde das unfair, der kann zaubern ohne Mana. Also, gefühlsmäßig würde ich sagen, es ist Druide. Angezeigt wird aber als Krieger. Man kann trotzdem kann trotzdem zaubern. Das ist nicht fair. Was sind da gekommen? Was ist das? Ja, auch Pilz zum Essen. Oh Mann. Ja, wenn wir unseren Aslan nicht hätten. Das wäre schon was. Ich weiß, das war damals voll viel wert, hier das. Damit kann man irgendwas Tolles herstellen, aber ich weiß nicht mehr was genau. Ja, kann ich noch mal zu futtern. Armer Kerl, hätte ich schon so lahm. Ach, der auch noch Bewegung geschreckt. Interessant, die Wege manchmal von denen, oder? Als Gnom musste ich hier immer schwimmen. Dran, dass so liegt. Mobberei oder so. Gnome müssen immer schwimmen, egal wo sie sind. Geht, haben wir bald alle Blumen, die es gibt. Ja, ne? Geht schnell. Wir haben schon 10 von den doofen Dingern.
sollen mal ein paar tolle Sachen droppen. Okay. Vielleicht will unser Freund nicht. Ach, okay, der hat Mana. Toll. Keine Blutung. Okay. Ich habe nichts gesagt. Anscheinend können nur die, die Mana haben, auch Wildwucherwurzeln. Wucherwurzeln. Ohne Wild. Okay. Wie gesagt, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Sonst aufgeregt. Glaube, wir müssen bald wieder Pfeile kaufen. Wir haben nur noch 520. Oh, so schnell passiert mir das nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwann habe ich es vergessen und dann passiert es doch wieder. Entkommen? Kurz Mini resettet oder so. Aber was angenehm ist hier, die Gegner fallen nicht mehr durch den Boden. Weil das war ja auch krass. Alle Nase lang alle durch den Boden gefallen hier. Aber ich denke mal, das lag daran, dass die ganze Welt da irgendwie untergraben war oder so. Ist ja momentan, gestern habe ich glaube ich gesehen, auf N24, so ein Bericht über Amerika, wo viele Böden immer einstürzen. Dadurch, weil die so viel untergraben haben. Das fand ich heftig. Aber die haben ja alles Mögliche auch unter Tage. Das hört sich jetzt an, als wenn die großes Bergbau betreiben. Aber ich glaube, die machen wegen Kabel, haben die gesagt. Glasfaser, Abfluss, Elektro. Also alles Mögliche unter Tage. Aber ist ja ähnlich bei uns. Wir haben zwar jetzt, glaube ich, nicht so viel. Und die haben ja noch die U-Bahn. Wir haben jetzt nur so Versorgungsgedöns, sag ich mal. Glaube ich. Bevor ich irgendwas Falsches sage. Ich meine, wir haben nur Versorgungs. Aber das ist ja auch schon viel. Aber ich glaube nicht so extrem wie in Amerika. Sieht so fertig aus. Oh nein, da unten steht auch 9 von 12. Das habe ich gerade nicht gesehen. Oh Mann, ey. Ja, ich glaube, wir sollten gleich, wenn wir die fertig haben, schnell mal ein paar Pfeile kaufen gehen. Es geht doch schneller zu Ende als gedacht mit den Pfeilen. Schwuppdiwuppdiwupp. Was war der jetzt?
Ach man, wir sollen ihn angreifen. Wollten wir es weglaufen. Aber anscheinend hatte ich nichts im Target oder so. Das wollte er nicht. Ja, sei es drum. Läuft ja immer ein bisschen näher, Patsch. Waffen verklebt. Tja, ich glaube, ich hätte nicht sagen sollen, wir sollen danach Pfeile kaufen, weil es droppt. Kein blöder Kleber mehr. Das liegt an denen. Der Fürst. Nee. Nee, wird sie nie angezeigt. Sehr seltsam. Das ist noch ein Typ, nee. So ein Lauerer. Die Lauerer sind quasi die Krieger. Und der wird als Paladin angezeigt, das ist ja lustig. Ich würde eher sagen, Druide in den Wurzeln. Achso, der war gewild wurzelt, war gewurzelt. Klebt da immer ein Wild rein. Aber wir haben recht fix das die Kohle wieder eingeholt, ne? Nicht gut. Ich weiß zwar nicht wie, aber finde ich gut. Hab das gedacht, der wurzelt jetzt uns noch. Oh nein, er hat nur. Oh, sein Freund Aslan gewurzelt. Unser Freund Aslan ist fast tot. Trinken wir mal was. Ich glaube, wir sind sowas das zu lange mit dem Mana auffüllen. Ich glaube, ich brauche auch so ein Petil-Equipment. Also mit abhaut. Kein Bock mehr. Lass mich, ich gehe weg. So, toll, jetzt haben wir wieder zwei in der Backe. Warum kriege ich sie drauf? Hallo. Stehen da töten. Das wollte er nicht. War ganz eigen. Schön, schön, schön. Nicht zähmbar. Also Dinosaurier sind quasi noch gar nicht zähmbar hier im PC. Aber Lederbar finde ich gut. Unverwüstliches Leder kriegen. Ui. Sehr cool. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt,
Let's Play WoW, weiter im Krater von Gro natürlich. Und lasst doch ein Abo da, einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden und Freundinnen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.